Komm schon. Einmal nix. Was hast du? Einmal nix zum Auswählen. Das ist natürlich schön. Haben wir sonst noch irgendwie was Schönes oder sowas? Och, Mensch, wo kommst denn du her? Immer fester drauf. Bam! Da ist er down. Haben ja auch ein paar Hochbetten. Schönes Salamandra versteckt, muss ich ja schon sagen. Gut eingerichtet mit Ikea-Möbeln. Es wird eine neue Region betreten. Der Korridor. Wo zur Hölle ist Siegfried? Ach, da ist Siegfried. Da hinten zaubern sie irgendwas. Feuerbeschützung. Laber nicht. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Nein! Siegfried, öffne das Tor und lass den Orden ein. Und wo ist Triss? Sie ist zurückgeblieben, um sich um diesen durchgeknallten Devet zu kümmern. Sie trug mir auf, euch zu warnen, dass Azar dank eines Buches immense Macht erlangt hat. Ich kenne die Geschichte. Wollt ihr es allein mit dem ganzen Stützpunkt der Salamandra aufnehmen? Irgendeine Idee? Die Salamander betreten ihren Stützpunkt durch ein magisches Portal. Verdammte Elfenmagie. Können wir es benutzen? Triss behauptet, ein Stein der Macht kann es aktivieren. In der Höhle, dort rechts, gibt es etwas. In der Höhle rechts. Bin ich immer gespannt. Salamandra Magier gibt's da. Das Alvaros Portal. Und hier muss ich anscheinend hin. Wo ist jetzt hier dieser scheiß Magier, den ich ja doch irgendwie vernichten sollte hier? Ja, es war klar, dass jetzt hier so ein komisches Biest wieder ankommt. So, dann kommst du jetzt dran. Los, drauf da. Immer feste drauf. Geht doch. Sehr schön. Kaum Schaden bekommen. Da haben wir hier einmal so einen schönen Stein der Macht. Hier haben wir einmal so ein Ding. Da haben wir hier, was heißt das? Yard, ne, Irdenintensität um 50% erhöht. Okay. Dann haben wir hier Prohibiter, Liste der verbotenen Artefakte und Magika. Ne, Asmagika. Ah ja. Ihr konntet jetzt Pause machen und das lesen, aber ich nicht. Gut, Stein der Macht haben wir. Wir haben hier Überreste. Den Überrest haben wir drin. Was ist das? Ektoplasma. Faszinierend. Gut, gehen wir jetzt zum Portal und benutzen dort wahrscheinlich den Stein der Macht. Stein der Weisen. Komm, hör auf. Lasst uns Portal spielen. Wow. Das ist alles an Verstärkung. Das kann ja nicht gut werden. Dran hier! Auf euch alle! Ihr habt keine Chance! Ihr wisst es nur noch nicht! Na, mal schauen. Vielleicht kriegen wir das hin, vielleicht aber auch nicht. Abwarten, je nachdem wie viele Magier hier sind. Mit dem, mit ihn hier. Scheiß Magier. Sie sind allgegenwärtig und überall vorhanden. Muss ja auch nicht sein. Ja, ist halt klar, dass jetzt wieder so ein Viech ankommt. Aber irgendwie machen die im Moment weniger Schaden. Oder halt, sie gehen auf anderes. Kann auch sein. Das hat schon einen Unterschied, ob man jetzt hier alleine oder in der Gruppe kämpft. Ja, raste mal nicht aus, kleiner Ifrit. Oh, jetzt sind hier aber relativ viele von den Deppen hier. Azar Yavit und der Professor. Lange nicht gesehen, ihr Deppen. Weißer Wolf, wir haben euch erwartet. Ich sehe, wir sind alle hier. Gut. Bringen wir es zu Ende. Ihr habt aus unserem letzten Treffen nichts gelernt. Selbst Siegfried von Denesle folgt euch durch dick und dünn. Alles verläuft gemäß dem großen Plan. Solltet ihr weise sein, könnt ihr seine Verwirklichung erleben. Und wenn ich mich weigere? Hexer sind schlichte und sentimentale Gemüter. Macht euch nicht lächerlich, Geralt. Schlichtheit steht euch so gut wie eine Faust der Nase und Sentimentalität sogar noch weniger. Und überhaupt,
Für wen kämpft ihr? Volltest? Einen Monarchen mit mehr Sünden auf dem Gewissen als lange Wörter im Vokabular des Professors? Volltest schwängerte seine eigene Schwester und ließ seine Brut jahrelang die Bürger der Stadt auffressen. Darüber hinaus ließ er es während des Krieges zu, dass Nilfgaard benachbarte verbündete Reiche plünderte und brandschatzte. Worauf wollt ihr hinaus, Javed? Wenn es nicht Volltest ist, wer dann? Die Loge der Zauberinnen? Ihr wisst nicht, was diese Nutten alles getan haben, um Einfluss auf die Nachkriegsabkommen zu nehmen. Die Umsiedlungen, Deportationen, die offene Frage der Skoriatel und anderes. Und eure brillante Schlussfolgerung? Die Salamandrer sind nicht böse. Nicht böser als all jene, die gewillt sind, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Ihr habt ein paar Überraschungen auf Lager, oder können wir jetzt mit den Töten anfangen? Wenn die Salamandra nicht die Inkarnation des Bösen sind, was ist dann Javed? Unmoral, Vergewaltigung, Mord, Verrat? Wie würdet ihr so eine Kreatur nennen? Wenn die Salamandra nicht die Inkarnation des Bösen sind, was ist dann Javed? Unmoral, Vergewaltigung, Mord, Verrat? Wie würdet ihr so eine Kreatur nennen? Die Zukunft, Evolution oder Schicksal? Auf so eine Zukunft verzichte ich gern. Lieber kämpfe ich gegen einen Albtraum und sei es hoffnungslos. Erinnert ihr euch an das magische Buch aus dem Turm im Sumpf? Seht einige nützliche Zauber. Halleluja. Sie versuchen zu fliehen. Nein. Wieder mal bin ich bewusstlos. Und die anderen vom Orden der Flammenbrut unternehmen nichts. Ich habe das Scharmützel im Sumpf verloren. Javed hat sich mit dem Buch davon gemacht. Das war der wahre Anfang unseres Konflikts. Javed ist zwar wieder entkommen. Alles in allem sieht es aber recht günstig aus. 3 Stützpunkte der Salamandra ausradiert. Neue Verbündete gewonnen. Und den Professor zum Nachtisch. Geralt, seid ihr wohl auf? Was ist passiert? Was für ein Hieb. Ein Wunder, dass ihr noch lebt. Ich lebe. Der Professor ist entkommen und diese Barriere versperrt uns den Weg. Ich werde ihn finden. Na, dann schauen wir mal. Sie sind irgendwo hier lang gelaufen. Gucken wir mal, was hier so hinten ist. Aha. Sie arbeiten hier mit den komischen Viechern hier zusammen. Der Rückweg ist versperrt. Na, Halleluja. Ach, du Kacke. Seid tot. Na, falsch. Falsche Kampfstil und so. So, jetzt aber. Und immer wieder schön feste drauf. Wir machen keine Gefangenen. Wir töten sie alle. Bis auf den letzten. Bam. Das Buch aus dem Sumpf enthielt einige interessante Zauber. Einschließlich Al-Surs Schild, mit dem selbst der Professor euch vernichten könnte. Seht her. Das bezweifle ich doch sehr. Adieu, Geralt. Euer Leben wird zweifellos bald enden und wie nutzlos es war. Ihr sollt mit dem Wissen sterben, dass ihr eine Verirrung der Natur wart. Ihr seid so voller Scheiße, Professor. Warum wollt ihr die Erschaffung neuer Hexer um jeden Preis verhindern? Die Antwort darauf ist ganz einfach. Ihr spürt, dass ihr keinen rechtmäßigen Platz auf dieser Welt habt. Ihr verdankt eure Existenz der Sphärenkonvention. Aber eure Schöpfer haben sich geirrt. Wisst ihr inwiefern? Haltet einfach mal die Fresse. Einfach mal die Fresse. Ist doch wahr. Oh, shit. Oh, Doppelkacke. Warte mal. In so einer Situation wäre ein Schwalbetrank nicht verkehrt.
So, und jetzt noch irgendwie weglaufen, dass wir Leben regenerieren können und dann gleich einen Schneesturmtrank trinken. Boah, was machen die aber auch für Schaden hier? So, warte. Einmal Schneesturm zum Mitnehmen, bitte. Und dann müssen wir sowieso das andere Schwert auswählen. Und ich bin schon wieder fast tot, obwohl ich noch gar nichts gemacht habe. Auf die Kikimorenkrieger. Rauf da! Muss ja jetzt irgendwie mal hier funktionieren. Natürlich nicht. Ich bin tot. Hat er mich getötet, hier, Schwein. Gut, laden wir mal. Wir wissen ja jetzt, was wir jetzt hier so grob zu tun haben. So ganz grob. Ach, jetzt müssen wir von hier aus wieder starten. Es ist ja ein Traum. Na gut, das konnte ich vorher nicht wissen. Besser hier als wieder auf seinem Empfang. So, und bam! Jetzt komm doch! Komm! Mach ihn tot! Mach sie alle tot! So. Wäre gelacht, wenn das hier jetzt nicht funktionieren würde. Nun machen wir schon so leichte Gedanken, so was wir denn machen, wenn wir jetzt da auf den Professor treffen. Ob wir ihn überhaupt richtig töten können und sowas, das weiß ich ja nicht. Da müssen wir mal herausfinden irgendwie. Wir kriegen das hin. Alles nur eine Frage der Zeit. So, kommt mal alle her, genau. Dann kann ich hier besser einen Flächenangriff machen. Habt ihr weniger Chancen zu überleben. So, bist du hier? Ach, das ist ja noch einer. Kannst du mich mal hier. Bam! Nett. Ich wusste gar nicht, was ich alles kann. Hätte ich doch mal vorher gewusst. Los, drauf. Gleich mit dem richtigen Kampfstil, wäre schon gut. So, und jetzt musst du sterben. So wie wir es vorher auch schon hatten. Sie haben mir alle kaum Schaden abgezogen. Sehr schön. Gut. Da ist der Siegfried. Die Sequenz kennen wir auch alles schon. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Siegfried, öffne das Tor und wo ja, siehst ja, ich ja, wollte ja, irgendwie ja, nein. Crisper. So. Also auf ihn! Niemand kriegt es mit dem Salamander! Immer fester drauf. So, auf ihn hier. Einen kleinen Siegfried hier. So, Stein holen. Komm, gib mir Stein, danke. Haben wir das Buff holen, nur für den Fall eines Falles, dass ich das tatsächlich benutzen möchte. Und ich kann immer noch nicht springen, verdammt. Ich will immer noch manchmal über kleine Hürden und sowas springen, aber es funktioniert einfach nicht. So, Alvaros Portal benutzen, Sequenz überspringen. Und rein ins Gemetzel, yay! Und nochmal, komm schon! Finde ich ja auch nicht nett, dass hier die Ritter Flammenrisse mir einfach nicht folgen können, ja?